Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, die Mondblume. Ich spiele heute Raid und hier unten haben wir gerade gelesen, man kann sich mit den Pfeiltasten durch die Welt bewegen. Also, wir so. Aber ich habe auch schon herausgefunden bzw. gehört, dass es auch mit WASD geht. Und springen macht man mit der Pfeiltaste, tut man. Wie auch immer, wie es deutschsprachlich korrekt ist, so wird es wohl sein. ja. Genau. Also ich kenne das Spiel selbst noch nicht. Ich habe nur von Erzählungen gehört, dass es ganz gut sein soll. Und dass es anscheinend ein Jump'n'Run ist. Ja. Und ich würde mal sagen, nicht mehr lang rumgequatsche, sondern gleich mal anfangen. Ja. Gut, wir laufen hier hinunter. An einer Garage vorbei. Und wir sehen zum ersten Mal unser Männchen. Ein kleiner roter Mann mit roten... ein kleiner roter Mann? Was rede ich denn da? Ein kleiner Mann mit roten Haaren, einer roten Krawatte, die schön im Wind weht und einen schicken Anzug. Ja, da oben sehen wir ein Sternbild, das ich nicht kenne, obwohl ich mich eigentlich gut mit Sternbildern auskenne. Wahrscheinlich kenne ich mich doch nicht so gut aus. Ja. Hier sind wir jetzt in einem Haus und auf der Tafel steht Welt 2. Hier ist schon noch mehr Zimmer. Gut, gehen wir doch mal in die Tür mit Pfeil oben. Also, ui, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ein Raum mit Büchern, bei denen man, wenn man drauf geht, eine Geschichte kommt. Ja, lesen. Also da muss ich gleich mal vorab sagen, ich kann nicht ganz so gut lesen. Es tut mir schrecklich leid und ich bitte euch ein paar Verlesungsfehler zu entschuldigen. Ihr wisst ja, sprechen kann ich manchmal auch nicht so gut und das gleiche ist es mit dem Lesen. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Also. Tim hat sich aufgemacht, die Prinzessin zu retten, die vor einem schrecklichen und bösen Monster entführt wurde. All das geschah, weil Tim einen Fehler gemacht hat. Und nicht nur einen. Er hat in ihrer gesamten Zeit von all diesen Jahren eine Menge Fehler gemacht. Die Erinnerungen an ihre Beziehung sind ganz verworren und komplett ausgelöscht. Doch eine bleibt ganz deutlich, das verächtliche Schwingen ihres Zopfes, als sie sich von ihm abwandte. Er weiß, dass sie versucht hat, ihm zu verzeihen, doch er kann einfach so darüber hinwegsehen, belogen und hintergangen worden zu sein. Ach doch, wer kann einfach so darüber hinwegsehen, belogen und hintergangen worden zu sein? Durch einen solchen Fehler wird eine Beziehung unwiderruflich verändert. Selbst wenn wir aus unseren Fehlern gelernt haben und diese nie wieder begehen würden, die Augen der Prinzessin verengten sich. Sie wurde noch abweisender. Diese Welt, in der die Frage nach dem Schuldigen so wichtig ist, hat uns gelehrt, mit Verzeihung zu geizen. Wenn wir zu schnell vergeben, sind wir sehr verletzbar. Aber wenn wir aus einem Fehler gelernt und uns verbessert haben, sollten wir dann nicht dafür belohnt werden, anstatt weiter für den Fehler bestraft zu werden? Eigentlich schon, also ich würde ja sagen. Das wäre, wenn es in unserer Welt anders zugehen würde. Was wäre, wenn es in unserer Welt anders zugehen würde? Angenommen, wir könnten ihr sagen, ich habe das gerade nicht so gemeint. Und sie würde sagen, schon gut, ich verstehe das. Und es wäre so, als hätten wir es nie gesagt. Wir könnten den Schaden rückgängig machen und hätten doch durchaus gelernt. Okay, das letzte Buch, es ruckelt.
Tim und die Prinzessin weilen im Schlossgarten, lachen zusammen und denken sich Namen für die bunten Vögel aus. Ihre Fehler bleiben voneinander verborgen, sicher versteckt in den Faltenwürfel der Zeit. Ja, ging ja gar nicht so schlimm, so schlecht. Gut, dann gehen wir doch mal weiter. Drei leichte Stücke. Okay. Ui, ist das hier schön. Sonne und Blümchen, wie ist denn diese Musik? Herrlich. Spacebar. Entschuldigung. Drück. Also Spacebar, ich kenne mich zwar nicht mit den Begriffen so aus, aber ich habe jetzt schon herausgefunden, dass Spacebar die Leertaste ist. Jo. Und wenn da heißt Spacebar, dann kann man da springen. Sollte man springen. Ich laufe hier so selbstverständlich durch. Und da rüber. Hui. Oh, ich dachte, der kommt jetzt hierher. Okay, da sollen wir drauf springen. Yay! Hat ja ganz gut funktioniert. Und hier wieder drauf. Oh, Mist. Drauf springen. Okay. Da kommen wir so nicht hin, gell? Nee. Nein! Shift. Shift. Ach, Rückspultaste ist Shift. Okay. Da können wir das also... Mist. Ah, jetzt. Kann man es rückgängig machen. Dass wir da runtergefallen sind. Mist. Ach, da müssen wir auf zwei drauf hüpfen. Mann. Nein. Das reicht auch noch runter. Okay. Ach, Mann. So knapp. Und nein, Mist. oh. Rückspultaste. Ich glaube, darf ich mal? Ja. Nein. Oh, ärgerlich. Jetzt hat. So. Das wollte ich machen. Ich wollte nur einen... Das ärgert mich. Das Spiel ärgert mich. Oh, das ist eigentlich perfekt gewesen. Ja. Wuhu, wir sind rangekommen. Es hat funktioniert. Gut, Spacebar. Also wieder hüpfen. Gut, ist ja einfach. Bis jetzt, soweit. Die Wolkenbrücke, da sind wir jetzt. Ui. Da oben ist eine Tür. Kommen wir dran vorbei? Nee, kommen wir nicht. Aber ich sehe schon, da unten ist ein Schlüssel. Ein Schalutzel. Den holen wir uns mal. Und laufen mit diesem überdimensionalen Schlüssel zur Tür. Okay. Dann können wir durch. Ja. Einfach draufstehen bleiben. Die verschwinden ja nicht, oder? Nee, nur da, wenn sie dann da andocken. Gut. Da denke ich mal, müssen wir auch wieder drüber springen. Yay! Okay. Ja. Huch. Ach. Ah, hier können wir die Puzzleteile also zusammensetzen. Aber was ist... Guck mal... Also ich sehe ja, wir haben noch nicht alle Puzzleteile. Aber wie kommen wir hier an... die hier ran? Nee, wie soll das gehen? Wie soll das... Huch, gehen. Jetzt bin ich da so ein bisschen reingegangen. Ich will aber auch immer die W-Taste zum Springen benutzen. Also die Oben-Taste. Aber die benutzt man ja nur zum Klettern, um nach oben zu kommen. So. Oh, Mist! Ich springe über den Kerl immer drüber.
Immer springe ich da drüber. Mm. Nein. Oh. Mensch. So, jetzt hat er was. Du bist fällig. Oh. Zurück. Ich will jetzt das nicht nochmal laufen. So. Jetzt hat es kurz gestockt. Okay, nochmal. Dem laufe ich jetzt hinterher und springe ihn dann auf den Kopf drauf. Das bringt ja gar nichts. Bringt ja gar nichts. Ich gehe einfach weiter. Jagd! Jagd! Okay. Jagd. Ah! Ich hab's gesehen. Da oben rechts ist wieder so eine tolle Tür. Und da müssen wir die besiegen. Um, nein! Oh, um da hinzukommen. Okay. Also nicht um da hinzukommen, sondern um da durchzukommen. Na super. Das ist wieder so ein Metersprung, was man nicht schafft, oder wie? Spring! Oh. Ich spule mal nochmal zurück. Ja, okay. Durch, Pfeil nach unten geht schneller. Okay, ich probiere es jetzt. Wenn der hier noch da ist, eben wieder als Sprungbrett zu benutzen und dann funktioniert es. Es funktioniert nicht. Ich hat's mir so schön ausgemalt. Aber vielleicht... Ich schau mal, ob ich nochmal zurückgehen kann und ob dann die Viecher nochmal da sind. Ja, sind sie. Gut. Huh, jetzt wäre ich beinahe dem reingesprungen. Ich probiere es jetzt nämlich. Ah! Wenn ich von hier komme und so rüberspringe. Nein! Aber ich glaube, es funktioniert, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nochmal. Der muss weiter da sein. Oh nein. Das hatte ich mir gerade so schön ausgemalt. Oh, oh. Geht das echt nicht? Nee, springe ich nur gegen den anderen. ja, sehr schlau, das jetzt nochmal. Ah! Das mit dieser Zurückspulfunktion, das bin ich nicht gewohnt. Ja gut, dann mache ich jetzt mal so viele, wie ich kann. Weil hier rüber komme ich ja nicht. Und deshalb gehe ich durch die Tür. Also ich glaube, ich denke mal, also ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass wir da vielleicht noch einen besonderen Sprung oder sowas bekommen, wodurch wir dann... Oh, das wäre der. Wodurch wir dann... da rüberkommen. Ja. Oh! Ui, ein Puzzleteil. Nein, nein, nicht mich zerdrücken. Okay, da hoch. Kommt da noch einer? Ja, da kommt einer. Das dachte ich mir nämlich. Weil wenn an so einer langen Leiter irgendwelche Steckdinger sind, dann ist es meistens so, dass irgendwas vom Boden kommt. Okay. Hey! Hey, du. Hey. Und wir kommen jetzt da oben. Okay. Ich dachte erst, der trifft uns. Wir kommen jetzt da oben an das Puzzleteil ran. Keine Ahnung. Also ich hätte schon gedacht, da oben, also ich kann nicht hinzeigen, also ich zeig da gerade auf dem Bildschirm, aber es bringt nichts, jedenfalls euch nichts. Da oben, wo der Linke da raushüpft, da der gerade eben. Wenn wir den, glaube ich, erwischen würden im Fall, dann könnte man vielleicht rüberkommen. Aber ich fand, das haben wir jetzt so gut gelöst hier, bis jetzt, dass ich das nicht unbedingt nochmal machen will. Ja, hier übrigens eine...